Nach links, nach rechts und nach Hause, das haben die Niederländer gestern mit den Türken gemacht. Und die Eskalation, die hat nicht lange auf sich warten lassen. Den Haag, Eindhoven, Berlin, Dortmund, überall gibt es Szenen der Randale und es mischen sich auch die Syrer ins Tagesgeschäft ein. Was das alles inzwischen mit der politischen Lage zu tun hat und wie die Niederländer hier mit ihrem Asylnotstand am Ende auch noch dieses Spiel gewinnen konnten, das und viel mehr heute in diesem Video. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ihr habt sie vielleicht gesehen, die Bilder von gestern Abend der vermuteten Eskalation am Kudamm in Berlin. Es ist relativ ruhig geblieben, muss man sagen. Nichts Ungewöhnliches für Berlin, nichts Untypisches, wenn ihr so wollt. Allerdings, wir können uns andere Bilder anschauen. In Berlin gab es in der Fanzone innerhalb der zweiten Halbzeit eine etwas kleinere Auseinandersetzung. Das Ganze beginnt hier. Ein einsamer, tapferer Ordner hat hier versucht, die Leute zu trennen, bis dann ihm endlich Kollegen zur Hilfe gekommen sind. Das ist halt Berlin, die Fanzone, sie ist nicht Teil des Polizeikonzeptes. Die Polizei kam erst zum Abpfiff auf das Gelände. Das sind ja allerdings noch kleinere Harmlosigkeiten. Gehen wir doch mal nach Dortmund. Dort haben sich Anhänger der PKK, also Kurden, auf der Straße versammelt, um das Ausscheiden der Türken zu feiern. Eskalation in Dortmund, Türken gegen Kurden in der Innenstadt. Der kurdische Mob provoziert die Türken hier. Die Polizei geht dagegen vor. Die Lage ist aufgeheizt. Das war Dortmund. Der türkische Mob wurde provoziert vom kurdischen Mob, wenn ihr so wollt. Und das Interessante ist ja, vor 3 Tagen erst wurde die neue niederländische Regierung vereidigt, die den Asylnotstand ausrufen will für 2 Jahre und das Land endlich mal abschotten möchte. Die Oranjes, ich liebe sie, ihr seht es hinter mir, die Kaiserskracht aus Amsterdam. Ich wünsche es mir so sehr, dass sie das Halbfinale überstehen und gewinnen, damit sie nächsten Sonntag hier in Berlin das Finale spielen, damit wir nochmal eine Stadt erleben, wie sie in Oranje erleuchtet feiern kann. Ihr wollt wissen, wie sie feiern können? Na, schaut doch mal nach Abpfiff ins Stadion, nach links, nach rechts. Alleine dafür haben sie es verdient, zu gewinnen und ins Finale einzuziehen und nochmal in Berlin ihre Show und Performance abzuziehen. Und wenn man sich angeschaut hat, wie die Türken reagiert haben bei ihrer Nationalhymne, da muss ich nochmal sagen, alle denen das nicht passt, was ich hier für eine Meinung habe, können sich ja andere Kanäle suchen. Es geht um Folgendes: Dieser Wolfsgruß ist in mehreren europäischen Ländern schon verboten. Immer dieses Argument, das ist in der Türkei normal, das spielt keine Rolle. Hier gelten die Gesetze von uns. Und die Franzosen haben es schon verboten und so weiter. Es gibt noch mehr, die das unter Strafe gestellt haben. Und dann stellen sie sich im Stadion hin und heben alle den rechten Arm nach oben. Diese Bilder, sie sind erschreckend. Wenn man zurückdenkt, gab es schon solche Szenen, wo alle Menschen den rechten Arm im Berliner Olympiastadion gehoben haben. Zwar nicht zur grauen Wolfsgeste, sondern zu etwas anderem. Diese Bilder haben mir wirklich etwas Schauerhaftes den Rücken hinunterlaufen lassen. Das gehört sich nicht und sie sollen doch ihre nationalen Probleme nicht zu uns tragen. Denn, wie ihr jetzt sehen werdet, sind die Syrer hier natürlich mit von der Partie. Es gibt hier wieder Auseinandersetzungen, die man auch in der Türkei schon hatte. Können wir hier mal reinschauen? Oh my God!
teilweise syrische Fahnen, teilweise Palästinenserfahnen, teilweise verbotene PKK-Fahnen. Alles ist dabei. Und das Ganze haben wir natürlich in noch mehr Städten gehabt. Habt ihr es erkannt? Bye bye Türkei haben sie gesungen und das waren alles syrische Flüchtlinge. Und jetzt kommen wir hier mal zu den wirklichen Jagdszenen. Wir sind hier jetzt einmal in Eindhoven in den Niederlanden. Dort gab es Auseinandersetzungen zwischen Türken und Niederländern. Da gab es keine Kurden an dieser Stelle. War das die Polizei? Wir sind in Den Haag in den Niederlanden. Dort ist das Ganze etwas größer aus der Reihe getanzt, wenn ihr so wollt. Dort hat man sogar berittene Polizei eingesetzt, mitten in der Nacht. Sehen könnt, in Den Haag war ein bisschen mehr Polizei auf den Straßen und wir haben hier noch einen anderen Kamerablickwinkel auf die ganze Sache. Ihr kennt diesen Blickwinkel wahrscheinlich schon von am Anfang. Ihr könnt die Bilder noch ein bisschen weiter verfolgen. Das ist in den Niederlanden passiert und vor allem mit diesem Hintergrund, dass quasi die Türken ihren Nationalismus aus der Türkei hier zu uns nach Europa tragen wollten, um das hier auszuleben. Dieser Plan ist gescheitert. Nach links, nach rechts, nach Hause heißt es für Erdogan und seine große Profilierungsshow, sie ist in einem Desaster geendet für Erdogan. Er hat einen Staatsbesuch in Aserbaidschan sausen lassen, um sich die Niederlage persönlich anzuschauen. Er war danach auch in der Kabine und sein versteinertes Gesicht, das hat ja wirklich Bände gesprochen. Ich finde es gut, dass die Niederländer das Spiel nochmal gedreht haben und dass die Türken hier auch mal nach Hause fahren müssen, dass sie das Heimspiel in Berlin verlieren müssen. Und in Berlin waren es faire Verlierer, das haben wir gestern Abend gesehen am Kudamm. Dort ist nichts aus der Reihe getanzt, nichts, was sonst nicht auch üblich wäre an einem Wochenende. Aber in anderen Städten, die Kurden nutzen die Situation. Die Syrer nutzen die Situation aus, um gegen die Türken sich aufzuhetzen. Und diese Konflikte brauchen wir hier nicht noch zusätzlich. Wir haben schon mehr wie genug Konflikte bei uns. Es geht jetzt darum, dass der Beste gewinnen möge bei der... Ich gönne es den Niederländern von vollem Herzen. Kegelt die Spanier raus und dann spielt hier in Berlin im Endspiel und holt euch den Titel. Ich komme im August wieder in die Niederlande zu Besuch. Es wäre schön, wenn es dann was zu feiern gäbe. Aber die Niederländer, sie feiern sowieso. Ihr seht das Bild hinter mir, die Niederländer, sie sind einfach klasse. Sie sind wirklich spitze, auch wie sie sich nicht provozieren lassen bei einem Angriff in der Fanzone in Berlin. Wenn ihr euch das mehrmals anschaut, die Niederländer wollen keinen Stress. Die wollen bloß in Ruhe ein bisschen feiern. Und das ist das Schöne an dem Volk. Die gehen jedem Konflikt aus dem Weg und haben so ein inneres Gefühl für Konfliktbeilegen. Das macht es in den Niederlanden so lebenswert in meinen Augen im Vergleich zu uns in Deutschland.
Wir sind die, die alles zu Tode meckern. Mache ich ja hier auch. Wir sind halt ein Meckervolk. Wird sich wahrscheinlich nie was dran ändern. Schreib mir mal deine Meinung unter dieses Video. Lass einen Kommentar da. Abonniere auch den Kanal und abonniere auch Telegram für die unzensierten Bilder. Damit ciao, bis bald.